Hey Freunde, na, willkommen zurück zu Zelda The Wind Waker HD. Ich weiß, Freunde, ich weiß. Wir waren eigentlich irgendwo da oben. Aber mir ist aufgefallen, also ich habe den Part begonnen. Und, also diesen Part hier eigentlich. Und wollte dann da lang. Aber weil der Scheinwerfer mich die ganze Zeit beobachten konnte, wurde ich von Bomben beschossen. Und somit kam ich dann auch nicht mehr, nicht mehr vorbei und muss eigentlich muss ich diesen Scheinwerfer da hinten, der da drauf zielt, ausschalten. Und deswegen gehe ich jetzt mit euch hier hin. Ihr denkt euch jetzt, was, Blecki, du gehst da zum falschen Scheinwerfer. Aber ich glaube nämlich, ja, der Wind müsste nämlich auch noch in der richtigen Richtung sein. Wenn nicht, mache ich ihn in die richtige Richtung. So, jetzt ist erstmal, was ist los hier? Ja, der Wind ist in diese Richtung, ist perfekt. Und, weil ich muss nämlich da hoch. Und ist das nicht der schnellste Weg, wenn ich da irgendwie hin kann? Wir testen es mal. Jo. Ah! Wow. Wo schießt du denn hin? Und zack. Möglichst viel Magie sparen, die brauchen wir noch, das wissen wir. Aber jetzt habe ich eine kleine Abkürzung gemacht, glaube ich. Oder vielleicht hat es jetzt insgesamt mit dem ersten Scheinwerfer oder Leuchtwerfer oder wie auch immer doch nochmal ein bisschen länger gedauert. Ich weiß es jetzt nicht. Wo bin ich jetzt? Ach, hier. Cool. Moment mal, dann kann ich ja auch hier gleich zurückgehen. Und spare mir eine Menge Weg, oder? Wenn wir jetzt hier sind, dann gehe ich da hin und dann gehe ich noch. Ey, geil. Müsste klappen. Aber erstmal lass uns den Scheinwerfer da ausschalten. Naja, spar ein bisschen Zeit. Also, das war echt doof. Ich beginne den Part und werde da voll runtergeballert. Und dann wollte ich wieder hochgehen. Also, ich habe dann schon, kann ich euch erzählen, ich habe dann schon den Turm hier aktiviert und wollte dann wieder hochgehen, also zurückgehen zu der Stelle, wo ich eigentlich den, also wo wir hin müssen, zum Gefängnis. Und ja, dann werde ich erstmal von so einem Moblin unten ins Wasser reingeschossen, in diesem einen großen Raum, werde ich voll ins Wasser reingehauen. Und dann waren echt die ganzen Minuten voll umsonst. Und dann dachte ich mir, nö, nimmst du doch mal neu auf. Schön, ne? So, jetzt müsste ich doch eigentlich, wenn ich jetzt hier lang gehe und dann nochmal da lang, dann müsste ich doch eigentlich, ja natürlich, dann bin ich da. Genau. Oh, eine Wache. Die nicht angreift, cool. Also die Statue da, mit den Laseraugen. Jetzt müsste ich mir Weg gespart haben. Ja, habe ich. Top, geil. Ja, und hier wurde ich dann von so einem Moblin einfach ein Wasser herholen. Voll fies. Aber jetzt habe ich mir ordentlich was an Weg gespart und an Zeit gespart, glaube ich. Voll cool. Übrigens, liebe Freunde, was mir der Marcel noch erzählt hatte. Ihr wisst ja in dem Part, wo ich noch, wo ich in der Nacht nach Präludien muss, um Jabo zu treffen. Da kann man einfach von Portemonnaie aus direkt ein Quadrat nach Süden fahren und dann ist da ja dieser Riesenwirbelsturm von Zyklos. Und der schiebt, also der schubst sich irgendwie immer in Richtung Präludien. Und dann hätte ich da voll reingehen können, um ganz viel Zeit zu sparen. Aber wusste ich natürlich nicht. Toll. Naja. Und die Erklärung dafür hat Marcel mir natürlich auch gesagt. Wahrscheinlich dachte sich Nintendo so, ja gut, die müssen von Pomponé nach Präludien, fahren wahrscheinlich direkt nach Süden und sehen diesen Wirbelsturm. Und dann sind sie natürlich neugierig. Was ist das für ein Wirbelsturm? Fahren da rin, haben keine Angst, so wie Icke. Ich könnte Schiss und würde voll weiterfahren einfach. Aber die Leute fahren dann rein und dann, oh scheiße, werden dann voll nach Präludien gepustet und so, ja, haben sie eine Abkürzung. Ja, geil, war ja voll schnell. Irgendwie sowas. Naja, der Marcel und sein ganzes Insider-Wissen, wa? Oder, wow! Oder seine Theorien oder so. Naja, danke für die Tipps, Marcel. So, hier müsste ich jetzt... Oha. Okay, kein Gegner? Jetzt kommen da bestimmt noch irgendwelche Gegner angeflogen. Oder nicht? Ja. Jetzt müssen wir halt direkt da sein, ne? Schwester! Ist die Luft rein? Niemand da, dann gehe ich mal ganz schnell zu Ariel. Ariel! Nils! Hä, wer? Na, wie kann ich dich rausholen? Dir geht's also gut. Das freut mich. Oh, eine Tür. Scheiße, kriegst du nicht auf...
So geht die Tür nie auf. Tetra? Unüberlegt wie immer. Los, Jungs! Hätten wir nicht diesen Riesenvogel für dich abgelenkt, dann hätte er dich wieder geschnappt und du würdest jetzt um deine Haut planschen. Was ist denn los? Ach so, sie sieht das Masterschwert. Ja, was ist denn los, Tetra, hä? Dieses Schwert! Wo hast du es her? Bist du etwa... Ja, ist es denn die Möglichkeit? Jedenfalls nehmen wir diese Mädchen hier in Verwahrung. Ihre Väter in der Stadt zahlen uns nämlich ein Vermögen für die Kleinen. Oh, voll fies. Ja, ich bin frei. Schwester, ich will euer rührendes Wiedersehen ja nicht stören, aber... Gibt es da nicht noch etwas, das du zu erledigen hast? Es stimmt. Mach dir keine Sorgen um sie, ich werde sie wohlbehalten nach Hause bringen. Eigentlich sollte ich ja eine Belohnung von dir verlangen, aber diesmal will ich eine Ausnahme machen. Geht aufs Haus. Dein großer Bruder muss da noch etwas erledigen, weißt du? Er wird nicht lange brauchen, also musst du schön brav auf ihn warten, verstanden? Nils. Captain, wir müssen uns beeilen, dieser Riesenvogel ist auf dem Weg hier. Ganze, du kommst wie gerufen. Sie hier nehmen wir auch mit. Aber siehst doch. Tu, was ich sage. Hä? Ja. Yes. Tschüss, Mann. Nils, sieh zu, dass du zurückkommst. Alles klar, Tetra. Oha. Der Vogel. Ja, einfach so. Hä, wieso kommt hier jetzt Wasser raus? Und da ist der fiese Vogel. Wie heißt der eigentlich? Ich glaube, der hieß irgendwie Maskierter Wächter oder Maskenwächter oder sowas. Einfach nur wegen dieser komischen Maske. So, ich brauche auf jeden Fall schnell mein Fotoapparat, denn dieser hier ist nur einmalig fotografierbar. Oh, Link, was machst du denn? Greif mal immer an. Greif mal immer an. Greif mal immer an. Sollst mich auch mal angreifen, bitte. So. Gut. Sehr schön. Oder, nein! Okay, das war ziemlich doof. Ja, ich habe gedacht, ich werde irgendwie weggeportet, wenn der mich da so, wenn ich im Wasser bin, aber macht der irgendwie gar nicht aus. Und wer bist du denn? Kommt einfach aus dem Topfwischsprung, der Typ. Noch einer. Ja, wieso, wie passt ihr alle in diese Töpfe rein? Was ist los mit euch Typen? Diese Ganondorf-Moblin-Typis, die sind alle so krank. Ja, irgendwie lustig, dass es mal ganz knapp klappt und ich ganz knapp nicht runterfalle, ne? Zack! Und immer die Plattform, über die ich gerade weggerollt bin. Ah! Ich bin gleich oben! Wow! Was willst du? What? Ah, meine Fresse! Ah. Einfach mit dem Stahl mal ins Überall braten. So, lass uns schnell hier rauf. Das sieht doch verdächtig aus. Ah, der Vogel wird eingeschlossen. Ja! Oder auch nicht. Toll, wäre zu schön gewesen. Na, irgendwie sau episch. Finde ich cool. So, du Vogel. Ja, flieg mal deine Runden. Ich habe ja meinen Pfeil und Bogen. Okay, das bringt, glaube ich, echt nichts. Wusch, voll süß, wie er so hochgesprungen ist gerade. Na los, und? Sag es mit dem Hammer! What? Geil, Mann. Das tut bestimmt richtig übel weh, Alter. Einfach von so einem Stahlhammer mal eins über den Kopf gezogen kriegen. Mit den rein, die Fresse. Ich glaube, das hat echt keinen Sinn.
Die Musik ist toll, muss ich sagen. Die! Yeah! Wow! Er hat schon Risse auf seiner Maske. Link läuft voll in der Luft. Ah! Wow, ich hab überlebt. Vogel, du bist gerade voll gegen die Wand gerammelt. Ist dir bewusst, oder? Wow. Muss man ihn dann abschießen? Kann ja sein. Ich weiß nicht. Ich test mal. Man muss ihn definitiv nicht abschießen. Mann, Junge, was ist denn los mit dir? Okay, ich musste einfach die 10.000 Flugsequenzen da abpassen oder abwarten. Alter, deine Maske ist gleich im Arsch, Mann! So wie das sein muss! Autsch! Hat er mich voll erwischt. Ah gut, ich glaube, ich kann das beschleunigen, wenn ich ihn immer gegen die Wand knallen lasse. Na los, mein Freund, na los. Ach, er landet einfach so schon. Hat da keinen Bock mehr, weil er auf die Fresse gekriegt hat. Hä? Wow! Das war knapp. Das war knapp. Ich konnte gerade so springen und oder gerade so einen rettenden Sprung machen. Na los! Alter, wow! Der rastet voll aus, der Vogel. Vogel. Na los. Ich bin geschützt, wenn du Wirbelstoß machst. Hier Windstoß. Und zack! Die Maske ist down. Ja, jetzt kann ich schon die Fresse zerbersten. Also ich finde, ohne Maske sieht er richtig cool aus. Also ganz ehrlich, ohne Maske sieht er so viel besser aus. Zack, voll gegen die Wand geklatscht. Hat auch so ein bisschen was einfach von einem mutierten Superhahn so. Ja, der Blacky und seine Fantasie. Und wie er gegen gedotzt. Moment mal, er macht die Dinger hier kaputt, diese Steindinger. Ach, egal. Du lernst es doch nicht, weil du knallst immer in die Wand gegen. dieser Typ, sag ich euch. Und hier voll die kaputte Maske. So, er macht jetzt bestimmt Wirbelstoß. Ne, macht er nicht. Und zack! Die Scheinwerfer gehen erstmal auf den Phönix. Der Phönix in der Asche. Wutsch. Oh, ein Herzcontainer. Geil. Aber ich muss sagen, das war ein cooler Bosskampf. Schön innovativ, war aber nicht zu schwer oder so. Und der Boss, also ohne Maske, sieht er echt cool aus. Muss ich ja sagen. Aua. Voll gegen die Stacheln gegen gedotzt. Egal, lass uns hochgehen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen Gandalf mit dem Masterschwert bannen. Da wie es hier aussieht, voll verbrannt irgendwie. So, oder ist es einfach nur angemalt? Das ist angemalt, das ist nicht verbrannt. Hm. Na, wir kommen einfach so rein. Oh, was ist jetzt los? Was passiert jetzt, Freunde? Es ist lange her, Junge, dass du es bis in das Innere meiner Festung geschafft hast. Nötigt mir durchaus Respekt ab. Jedenfalls ist dein Mut beachtlich. Oder sollte ich vielmehr sagen, deine Torheit? Gestatte mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Ganondorf. Ich bin der Burgherr dieser sogenannten verwunschenen Bastion. Ah, bist du hässlich, ey! Egal, ich hab keine Angst. Lass mich dir eine Frage stellen, Junge. Als du dieses Schwert aus dem Stein gezogen hast, haben sich da nicht all die Kreaturen, die vorher gänzlich erstarrt waren, wieder angefangen zu bewegen? Hä, woher weißt du das?
Bist du in der Lage, eins und eins zusammenzuzählen? Verstehst du, was das zu bedeuten hat? Diesem Schwert wohnt die Stärke inne, das Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen. Und das nicht nur in dem Sinne, dass es im Kampf dämonische Gegner bezwingt. Nein, dies ist vielmehr sogar noch ganz und gar wörtlich zu verstehen. Es ist das Bannsiegel, mit dem wir Dämonen gebannt und eingesperrt werden können. Du bist also ein Dämon? Und du, mein Junge, hast eben jenes Bannsiegel gebrochen und uns so wieder die Freiheit geschenkt. Was? Stirb! Ist er tot? Oh, Scheiße! Oh. Hast du für Schwerter, voll eckig? Mit diesem Schwert, dem das Licht fehlt, das Böse zu verbannen, kannst du mich niemals bezwingen. Ich schicke dich ins Jenseits, damit du es dem Schmied dieses Schwertes ausrichten kannst. Der Trumpf sticht nicht mehr. Hä? Was bist du, Mann? Alter, du kleine Götter! Nils, schnell! Ah! Hey, lass mich los! Du kleine schmutzige Ratte! Moment, was? Mein Triforce der Kraft reagiert auf sie! Habe ich dich also endlich gefunden, Prinzessin Zelda! Wer ist bitte Zelda? Wovon redest du denn da? Gib dir gar nicht erst die Mühe. Gib dir gar nicht erst die Mühe, dich umzustellen. Wenn du nicht Zelda bist, warum sollte mein Triforce dann? Ja, warum? Was ist denn jetzt schon wieder los? Wo sind die hin, Mann? Alter, was soll das? Oh, Valo, alter Kumpel, ja? Was hast du vor? Wie haben die geschafft, den Valo zu überreden, dass er da mitmacht? Oh, sieht voll cool aus. Mal die arme Tetra. Keine Sorge, Nils, sie ist nur bewusstlos. Und deiner Schwester geht's auch gut. Sie konnte zusammen mit dem Piraten heil von dieser Insel fliehen. Großer Valo, ihr habt sie vor dem sicheren Tod bewahrt. Ich spreche euch meinen tiefsten Dank aus. Kein Ding, alter Kumpel, mach ich doch gerne. Dessen bin ich mir bewusst. Unsere oberste Sorge muss jetzt aber sein, diese beiden so weit wie möglich von Ganon wegzubringen. Ja, du hast recht, alter Freund. Ich kau erstmal ab, ich muss nach Hause. Das Essen wartet. Tschüssi! So, aber was passiert jetzt? Nils, die Details bereden wir später. Jetzt müssen wir erstmal erneut in die Welt unterhalb des Meeres. So ein Tier, Freunde, ist jetzt auch eine einmalige Gelegenheit. Du bist wach! Aua! Nils, bist du in Ordnung? Wo sind wir denn hier eigentlich? Moment, was ist aus diesem Kerl namens Gendorf geworden? Na, wie Link gerade da stand, vor so beide überkreuzt, so, Nils, warum zögerst du? Komm schnell in den Raum, in dem du das Masterschwert gefunden hast. Da ist es jemandem möglich, meinen Stein zu benutzen. Sag mir, wer bist du? Dieser Stein ist nur für Nils und mich. Dieser Stein... Tetra so mit... Dieser Stein ist nur für Nils und mich, damit wir in Kontakt treten können. Niemand hat dir erlaubt, ihn einfach so zu benutzen. Dein Name war Tetra, nicht wahr? Komm zusammen mit Nils zu mir. Gute Idee, dann kann ich gleich mal mein ernstes Wörtchen mit dir wechseln. Mach dich schon mal auf was gefasst.
Nils, du verschwendest unsere Zeit. Bring mich sofort zu dem Raum, wo sich dieser Kerl aufhält. Krieg ich auf Maul. So, und hier ist jetzt eine einmalige Gelegenheit, Leute. Das dürft ihr auch nicht verpassen. Ihr müsst Tetra hier fotografieren. Warte, ist das jetzt der Leutenkönig oder Tetra? Machen wir nochmal. So. Tetra, geh du mal hier hin. Und jetzt, ja, geh mal weiter. Das mache ich jetzt noch. So, jetzt guck mich an. Ja. Ich stehe über dir. Gut. Okay, jetzt habe ich Tetra fotografiert. Ach komm, dann können wir auch gleich den Leutenkönig fotografieren, wenn wir schon dabei sind, ne? So, und dann ist auch schon wieder Schluss, so wie es aussieht. Hallo, Leutenkönig. Was? Voll so mit... Mann, Tetra. So, jetzt klappt es aber, oder? Wieso klappt es nicht? Ist ja auch egal, Freunde. Auf jeden Fall muss man hier wirklich Tetra fotografieren. Anders kann man das, soweit ich das weiß, nicht machen. Und ja, dann wünsche ich euch, ihr lieben Leute, wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, wie auch immer, wann ihr auch immer guckt. Und wir sehen uns im nächsten Part von Zelda The Legend of Wind Waker. The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Tschüssi.